Knute war ein Wanderer zwischen den Welten. Er ist 1970 zum ersten Mal nach Marokko gefahren und von da an hat er Marrakesch als seinen zweiten Lebensmittelpunkt gewählt und von dort aus den gesamten Norden Afrikas bis hinüber in den Vorderen Orient, bis in den Iran bereist. Sein Verdienst ist es, zu einem sehr frühen Zeitpunkt Brücken geschlagen zu haben zwischen unterschiedlichen Kulturen, der des Westens und der des Orients, lange bevor ein Begriff wie Globalisierung überhaupt in unserem Wortschatz war. Seine vorrangigen Mittel waren sicherlich die Collage, die Assemblage, weil er sehr, sehr stark auf Farben reagiert hat, mit Farben umgegangen ist, aber dann auch Gegenstände gesucht, gefunden, gesammelt hat und miteinander kombiniert hat. Das hat sich ganz konkret niedergeschlagen einerseits in den Inhalten. Das heißt, er hat nicht nur die Kultur, die Kunst, die Mystik der arabischen Welt, der islamischen Welt studiert, sondern er ist gleichzeitig auch sehr, sehr tief in den Alltag, in das Alltagsleben in diesen Ländern eingetaucht. Ich glaube, dass Butes Werk eine ganz, ganz einfache, aber deshalb umso griffigere Bedeutung vermitteln kann, nämlich die, dass das Fremde und das Bekannte einander viel näher sind, als wir immer vermuten und dass es einfach darauf ankommt, das Fremde kennenzulernen, damit es eben seine Fremdheit verliert.